betone ausdrücklich, dass wir aus den vielen Diskussionen der letzten Wochen und Monate das gute Gefühl mitnehmen, dass sich Japan als Gastgeber dieser besonderen Situation bewusst ist, dass alles dafür getan wird, dass die Spiele sicher stattfinden können und dass auch schmerzvolle Einschnitte umgesetzt werden, wie beispielsweise den Verzicht auf internationale Gäste und Zuschauerinnen und Zuschauer. Das zeigt, wie klar und wie konsequent man alles dafür tut, dass die Kernteams, nämlich Athleten und Betreuer, sichere Spiele absolvieren können.